Schulen haben wir die Gruppe der Blaulinge, eine sehr breite Gruppe und nicht immer ganz einfach zu bestimmende Gruppe auf Artniveau. Deshalb haben wir sie für die Freiwilligen zusammengefasst als Blaulinge. Du hast es sehr nett gesagt, nicht immer ganz einfach, ist etwas untertrieben. Das ist zum Teil sehr, sehr schwer zu bestimmen. Und dann haben wir noch das Problem bei den Blaulingen. Man sieht es hier auch sehr gut. Wir haben nämlich einerseits die Männchen und dann andererseits die Weibchen, die auch ganz unterschiedlich ausschauen. Also die Weibchen meistens braun gefärbt, die Männchen meistens blau gefärbt. Aber es gibt auch andere Gruppen. Wir haben zum Beispiel hier dann die Feuerfalter auch unterschieden, die eigentlich auch zu den Blaulingen gehören. Und was hier auch noch dazu kommt, auf der Unterseite schauen sie nochmal ganz anders aus. Und eigentlich sind die Unterseiten der Blaulinge auch, haben meistens die wichtigsten Bestimmungsmerkmale. Also ich kann Blaulinge oft auch nur in Kombination mit Oberseite und Unterseite sicher bestimmen. Und an Fotografien ist es manchmal unmöglich. Ich muss dann zum Beispiel noch bei Beinchen irgendwelche Dornen anschauen und ähnliches. Also Blaulinge ist wirklich eine schwierige Gruppe, die auch Experten durchaus vor Herausforderungen stellen. Kannst du uns die Gruppe als Gruppe beschreiben, ohne dass wir auf die einzelnen Arten geben, was so typische Merkmale für die Blaulinge sind? Wir haben eben bei den Männchen also diese Strukturfarben. Die blau-schillernde oder rot-schillernde? Die blau-schillernde, das sieht doch fast alle Arten. Es gibt eben noch eine einzelne Gruppe, die wir jetzt aber wirklich außen vor lassen, wo das eigentlich weniger ausgeprägt ist, die dann zum Teil so auf der Unterseite diese Schillerschuppen haben. Was für Blaulinge typisch ist, ist auch die Biologie, die aber natürlich auch sehr divers ist, wie eben bei diversen Gruppen das oft der Fall ist. Also ich habe zum Beispiel bei Blaulingen haben wir sehr viele Arten, die als Raupen an Schmetterlingsblütlern leben, eher typisch für Trockenrasen. Die Raupen schauen auch so walzenförmig aus, also schauen eigentlich nicht so wirklich wie eine typische Schmetterlingsraupe aus, da kann man es auch erkennen. Und es gibt dann aber auch immer wieder Spezialgruppen, also zum Beispiel die Ameisenblaulinge. Zwei Ameisenblaulinge leben nur in den Blütenköpfen einer einzigen Sumpfpflanze, der große Wiesenknopf, müssen dann von ganz bestimmten Ameisen adoptiert werden. Das heißt, die werden, lassen sie auf den Boden fallen, werden von der Ameise in ihren Bau getragen und sind dann nicht ganz freundlich zu ihren Gastgebern und fressen deren Brut auf. Also unter den Blaulingen gibt es sehr wichtige Indikatorarten. Die Gruppe selber ist auch eine wichtige Gruppe. Noch einmal zurück zu den Merkmalen. Wir haben relativ kleine Schmetterlinge für die Tagfalter. Also da sind fast alle Arten relativ klein. Und eben diese blauen, rötlichen Strukturfarben als gute Erkennung. Jetzt stelle ich dir ein bisschen auf die Probe, weil das ist natürlich kein Scheckenfalter, sondern das ist der Alpenperlmutterfalter. Ist aber eine nahe verwandte Gruppe. Die sind auch nahe angeordnet. Genau. Kannst du uns etwas über die Unterschiede sagen? Die Perlmutterfalter, wie der Name schon sagt, die haben eigentlich perlmutterartige Flecken. Ich zeige dir jetzt noch eine Art dazu, wo man das sehr schön sieht. Ja, das ist zum Beispiel der kleine Perlmutterfalter. Also hier sind auf der Unterseite perlmutterartige Flecken, an denen man die genau, man sieht, gesamte der, Gruppe sehr gut erkennt. Auf der Oberseite schauen die Tiere einfach so orangefarben aus. Ja. Und wir machen an unseren Standorten ja Beobachtungen sowohl durch Experten als auch Laien. Und die Laien können sich eben auf diese Gruppen beschränken, wo die Bestimmung einfach sehr schwierig ist. Die werden als Gruppen zusammengefasst. Die Experten erfassen dann sehr wohl die Arten.
der kleine Kohlweißling ist vielleicht die häufigste Art, die wir überhaupt noch haben bei Weißlingen und auch generell von Schmetterlingen. Also den findet man wirklich auf den Feldern noch weit verbreitet. Während der große Kohlweißling, der jetzt etwas größer wäre als dieses Tier, ein bisschen eine andere Zeichnung, der ist in manchen Gebieten durchaus schon auf der roten Liste gefährdeter Tiere, weil der große Kohlweißling vielleicht vor 100 Jahren noch einen erheblichen Schaden verursacht hat in der Landwirtschaft, aber inzwischen eigentlich durch Vergiftungen, durch Intensivierung eigentlich sehr selten geworden ist. Im Gegensatz zum kleinen Kohlweißling und dem Rapsweißling. Also das heißt, wir haben hier auch eine Gruppe sehr ähnlicher Arten, zum Teil auch mit ähnlichen Ansprüchen an die Umwelt. Also eben zum Beispiel, wie der Name schon sagt, Kohlweißling, also gerne auf irgendwelchen Feldern, wo Kohl angebaut wird oder sonstige Kreuzblütler. Als Gruppe relativ leicht erkennbar, weiße, auch relativ große Schmetterlinge, Ausnahme vielleicht der Aurora-Falter, wo die Männchen rote Flügelspitzen haben und daher nicht rein weiß sind. Ja, ein bisschen reduziere ich jetzt die Aussage rot auf orange, also hat eigentlich auf orange Flügelspitzen. Und was auch noch den Aurora-Falter auszeichnet, er ist eine der ersten Arten, die im Frühjahr fliegt. Also auch daran kann man eigentlich relativ leicht sagen, es ist ein Aurora-Falter. Aber hier haben wir das Problem beim Aurora-Falter. Ich glaube, das sind hier abgebildet. Das Männchen hat also diese orangen Flecken. Das Weibchen hat es nicht. Also vor allem, wenn man bei uns in den Bergen unterwegs ist, sieht man diese Gruppe noch relativ häufig. Also die Augenfalter heißen natürlich eben Augenfalter, weil sie bestimmte Muster haben, die so augenähnlich sind auf den Flügeln. Das können wir uns nachher noch im Detail anschauen. Was die Gruppe aussehen, sind wiederum bestimmte Lebensweisen, jetzt abgesehen von dieser Augenzeichnung. Also zum Beispiel die Raupen sind so spindelförmig und sind nachtaktiv, was sehr ungewöhnlich ist. Und die Raupen von der Augenfalter leben auch praktisch fast alle an Gräsern. Was auch ganz besonders bemerkenswert ist, ist vor allem bei diesen Mohrenfaltern, es ist die Gruppe mit dem höchsten Grad an endemischen Arten in den Alpen. Also es gibt relativ viele Arten, die nur weltweit in den Alpen vorkommen. Also sehr, sehr interessant. Also endemisch bedeutet, dass sie in einem abgegrenzten Gebiet vorkommen, sprich zum Beispiel nur in den Alpen und sonst nirgends auf der ganzen Welt. Genau. Montan bis alpinen Gelände finden wir heute noch viele Mohrenfalter. Und die sind natürlich ganz, ganz schwer zu unterscheiden. Also wir haben in Österreich über 20 verschiedene Arten. Ich habe jetzt gerade die häufigste Art herausgesucht. Das ist das gemeine Wiesenvögelchen. Gemein heißt nicht, dass er heimtückisch ist, sondern gemein hat man früher Arten bezeichnet, die wirklich häufiger als häufig waren. Das war sozusagen die Steigerung von häufig, war gemein. Ich glaube, es gibt heute überhaupt keine gemeine Schmetterlingsart mehr bei uns, weil selbst das gemeine Wiesenvögelchen, wenn man hier Kartierung macht und du gehst durch eine durchschnittliche Wiese, wirst du auch von dieser Art vielleicht nur noch einzelne Falter sehen, wenn überhaupt. Eben wiederum typisch für die Augenfalter, wir haben es vorher erwähnt, du siehst also diese Augenzeichnung auf der Oberseite und auf der Unterseite und sie haben also genauso wie die Mohrenfalter und sie nachtaktive Raupen, die spindelförmig sind, an Gräsern fressen. Es ist also ein typisches Tier von praktisch fast allen Wiesenlebensraum, da kann man die noch finden.
Vielen Dank, wir sind damit durch mit den wichtigsten Gruppen im Vielfalter-Schema und der Tagfalter. Aber ich bin sicher, du hast noch ein Highlight, das du uns zeigen möchtest. Ja, ein wahrer Koloss, das große oder Wiener Nachtfornauge. Eine unglaubliche Faszination, wenn man das zum Licht fliegen sieht in der Nacht. Ist wirklich eine Fledermaus. Er zeigt aber auch einige Merkmale von Schmetterling, die fast unübertreffbar sind. Wir haben hier also zum Beispiel ein Männchen mit diesen Fühlern, stark gekämmte Fühler. Er verwendet die Fühler nicht zum Fühlen, sondern die Fühler sind die Nasen. Und beim Wiener Nachtfornauge ist also nachgewiesen, dass er mit dieser Nase nicht die Nahrung, auf das kommen wir nachher noch zu sprechen, sondern das Männchen, das Weibchen findet. Und zwar über sehr weite Distanzen. Über Distanzen von mehr als 10 Kilometern. Und da sind die Tiere eigentlich unglaublich faszinierend. Also sie können schon im Bereich von wenigen Molekülen des weiblichen Duftstoffes fangen die Männchen an, aktive zu werden und suchen dann im Zickzackflug das Weibchen. Und damit haben wir auch geklärt, weil wir zu Beginn sehr viel über die Fühler gesprochen haben, wozu die Fühler eigentlich gut sind. Die Fühler sind die Riechorgane der Schmetterlinge, sind nicht zum Tasten, sondern zum Riechen. Genau. Dankeschön. Bitte sehr gerne.